Guten Morgen und weiter Decke ziehen. Mann. Wo hänge ich jetzt fest? Ach so, an dem, was der Creeper übrig gelassen hatte bei seiner Abreißaktion hier. Holz, 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 Holz. Ein Stick, zwei Stick, drei Stick, das wird ja wohl hoffentlich reichen. Das wollte ich da rein tun eigentlich. So. So. Hier lassen wir mal Lücke, dass wir auch da hochkommen. Ja. Okay. Ich glaube, ich mache von da oben weiter. Wo ist der Dirt eigentlich hin? Nee, das. Ach so. Gut, dass unser Chaos hier jetzt durch diese Geschichte ganz perfekt geworden ist. Das ist echt phänomenal. So, hier Licht. Da Licht. Da Licht. Keine Ahnung. Hier Licht. So. Dahin, jawohl. Ja. Natürlich eine aufregende Geschichte hier, das zuzumachen. Aber muss sein. Muss sein. Und es ist auch immer noch die Aufnahmesession, wo ich nicht so, naja, ne, wo wir ein bisschen viel Scheiße hatten und ich am besten sowieso gar nicht gespielt hätte. Ach ja. Von daher weiß ich nicht so wirklich, was ich hier jetzt mal erzählen könnte, wenn wir sowas hier machen. Weil das hier ist jetzt so eine Arbeit. Da sollte man eigentlich ein Thema haben, über das man reden kann. Das wäre von großem Vorteil. Habe ich aber nicht. Duft das. Was hat er jetzt plopp gemacht? Hat er ein Huhn ein Ei gelegt oder? Mann. Hier Licht. Da Licht. Ist mir jetzt ziemlich egal. So. Ja. Soll man die? Ja, ich muss ja was zum Ansetzen haben. Ich wollte jetzt gerade überlegen, ob ich die, wo die Wände sind, ob ich das freilassen soll, dass ich von oben, wenn ich hier oben weiterarbeite, weiß, wo die Wände sind. Aber muss auch nicht sein. Komm, mach mal zu, ist gut. Ne, hier wollte ich nicht, Mann. Weil da kommt ja auf jeden Fall eine Außenwand. Obwohl ich da auch überlege, anderes Material für, ja, für Optik. Müsste man doch mal weiter überlegen, weil es existiert auch die Überlegung, die Zwischendecke hier doppelt zu machen. Damit man da Glowstone zum Beispiel einsetzen kann als Lampe. Und dass da eine Etage höher keine Fußbodenbeleuchtung gibt. Obwohl man da ja Teppiche legen könnte. Wo es dann zumindest früher eine indirekte, direkte Beleuchtung gab. Weil das durch den Teppich durchscheint, man es aber gar nicht sieht. So, jetzt ist unsere Hütte erstmal sicher. Zack zu. Jetzt ist ja allerdings auch dunkler.
Was wahrscheinlich bedeutet, dass wir hier irgendwo auch noch Lampen machen müssen. Ach, da war sowieso eine. Was war das? F7? Ja, geht nur leider Modbus mit an. Ja, da ist 12. Zack. Verdammt. Und hier? Ja, hier anscheinend nirgends. Oder ist das wieder ausgegangen? Ne? Ja, hier sieht... Warum werden teilweise... Da ist doch auch was geändert. Also nicht nur, dass man es schlechter sieht. Warum sind hier jetzt die hellen Streifen da zum Beispiel gar keine? Rot ist, da kann auf jeden Fall was spawnen. Das bedeutet doch bestimmt, unter irgendwelchen Umständen kann da was spawnen. Keine Ahnung. Echt nicht. Da ist echt so, das ist so viel geändert worden. Oh, wir scheinen aber auf der sicheren Seite zu sein. Kann man das wieder abschalten? Wobei Matmos dann jedes Mal noch ausgeht. Da hat Matmos eine Macke. Die Belegung habe ich nämlich eigentlich geändert, aber die setzt sich immer wieder zurück. So, machen wir das mal. Weil das weiß ich, das steht mittlerweile für mich fest. Na, du renn jetzt bitte nicht in den Weg. Die Terrasse ziehen wir hier durch. Alter. Na, habe ich da aus Versehen einen Schritt hoch gemacht. Oh, du hast jetzt ein bisschen eng, ne? Ja, das ändern wir noch. Dir bauen wir noch einen Stall. Wenn wir vielleicht sogar in nächster Zeit schon angehen. Weil ich kann ja jetzt nicht schon wieder eine Tour machen, ne? Hätten wir hier sogar noch gehabt? Ne. Haben wir noch? Ne, auch nicht. Aber das haben wir. Oder haben wir hier? Hier? Nö. Okay. Das sind natürlich jetzt zu viele. Aber, naja. Mann! Ach, du hast einen Weg hier hochgefunden. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das Pferd hat aber auf der Terrasse eigentlich nichts zu suchen. Hm? Achel? Hopp. Nein! Ja, ich muss auch, sehe ich gerade, deinen Ball woanders hinsetzen. Ja, Minecraft, dass du das noch nicht im Griff hast. Was ist denn das jetzt, ey? Hallo? Falsche Taste gedrückt. Aha. So. Komm mal her. Bob. Das ist auch schon, seitdem das eingeführt wurde, ich weiß gar nicht, ob Pferde und diese Leinen gleichzeitig kamen, keine Ahnung, aber seitdem das eingeführt wurde, dass man die Pferde so anleinen kann, gibt es diesen Bug mit diesen Leinen. Das ist echt auch interessant. Ja, ist eine schöne große Terrasse, ne? Und hier denke ich mir halt Sitzgelegenheiten und, keine Ahnung, mal einen Grill dran bauen oder so. Vielleicht sollte man hier noch, wie wir es da auch haben, was machen, dass man runter kann von der Terrasse. Und dann wäre mal überlegbar, machen wir da Zäune hin als Abgrenzung oder... Ich glaube nicht, ne? Eher eine Mauer oder so. Wäre doch eher was. Wir hatten doch noch Stufen. Wo sind sie denn? Da. Das war gut. Das war... Epic. Drei haben wir.
3 haben wir. Dann machen wir die 3 so. Zack. 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 So. Und diese Mauern? Ich weiß gar nicht, haben wir da... Wie heißen die Mauern? Wie heißen die auf Englisch? Ich weiß es nicht. Gehen sie noch mit dem alten Rezept? Das weiß ich nämlich auch nicht. Ja. So heißen Wall. Alter. Wall. Ja, da gibt es auch nur die 2 Varianten. Okay, das mehr wollte ich gar nicht wissen. Zack. Ist wahrscheinlich zu viel, aber egal. Und die setzen wir jetzt auch noch schnell. Die hat sich jetzt mit dem Baum verbunden. Ne? Das gefällt mir allerdings gar nicht. Das finde ich nicht gut. So. Hm. Kann man eigentlich? Ja, kann man. Ah, okay. Das finde ich nämlich gar nicht schlecht. Okay. Ja, da wäre es natürlich Quatsch. Hm, hätte man vielleicht die Stufen noch eins nach da setzen sollen. Jetzt sind wir hier im Dunkeln am Hantieren. Natürlich sehr geschickt. Alter. So, 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 so. Und dann kann man nämlich so und so. Dach, gefällt dir die Terrasse? Ich finde sie schon mal gar nicht schlecht. Hier sind 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und das so optisch einigermaßen passt, dann kann man den Baum da lassen und dann ist das nämlich so geplant. Aber nicht so wirklich, ne? Wäre er da und da angebracht, dann ist hier hinten. Da muss der Baum leider weg. Ach, wie doof ist denn das? Hm. Das hier fällt mir aber nicht so wirklich. Verdammt! Ja, doch, das geht auch. Obwohl, der Baum ist effektiv. Der müsste eins weiter außen stehen. So ein Scheiß. So ein Scheiß. Aber wer weiß, vielleicht bauen wir hier sowieso nochmal um. Und das soll ja eigentlich theoretisch auch überdacht werden. Praktisch bin ich mir da gerade gar nicht mehr so sicher, wegen dem Baum. Alter, wegen einem Baum überlege ich jetzt andere Sachen. Ja, das ist auch der Hammer. Okay. Bis morgen.